Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeisterbasis Qualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2014-2, dem Herbst, und besprechen möchte ich heute die Aufgabe 4 auf Wunsch eines treuen Internetzuschauers. Bei der Aufgabe 4 geht es darum, dass zwei Bleche mit Nieten verbunden werden, und auch hier mache ich mir kurz eine Skizze, um zu verdeutlichen, worum es geht. Zwei Bleche sollen miteinander verbunden werden, und die kurze sinnbildliche Darstellung ist, ich zeichne mir das zunächst einmal in der eigentlichen Vorderansicht, dass zwei Bleche überlappt werden, und erst dann werde ich die räumliche Tiefe unter 45 Grad hier hinein projizieren, damit man erkennen kann, alles klar, hier handelt es sich tatsächlich um zwei Bleche, die irgendwie miteinander verbunden werden. Da die jetzt mit einer bestimmten Kraft belastet werden und ich die Kraft natürlich hier auch irgendwo mit eintragen möchte, zeichne ich mir die Stirnseiten hier mit ein. Und klar ist natürlich, dass die Kräfte sich in der Größe gegeneinander aufheben. Die Kraft selbst ist in der Aufgabenstellung gegeben mit 11 Kilonewton.